weiter mit meinem Kollegen Captain Starlight von der Plattenküche. Danke, Dieter Dumasek. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Explosion in der Reaktorkammer. Ausfall der Transmitter 4 und 5. Evakuierung der Mannschaft von Sektor D nach Deck A. Hallo Jungs, ja? Hier spricht euer Computer. Aber BX-Wert 309, genannt der wahllose Rudi. Übernehme jetzt Koordination der Rettungsmaßnahme. Hallo Heimatbasis, wir haben euch verloren. Unser Hauptcomputer fliegt uns um die Ohren. Feuer ist an Bord und wir treiben immer weiter fort. Nur keine Panik, euer Rudi wird das Kind schon schaukeln. In den Selektoren schwurren die Transistoren. Ohne eure Hilfe sind wir hier verloren. Holt uns schnell hier raus und bringt uns auf den Kurs zurück nach Hause. Nur Mut, nur Mut, ihr könnt mir vertrauen. Nach meinen letzten Berechnungen sind wir genau in 578 Jahren und 3 Tagen zu Hause. Na? Hey, Captain Starlight, wo geht es hin? Tja, berechtigte Frage. Wir rasen mit dem gottverfluchten Schiffswrack durch die blauen Galaxien. Na, na, nur nicht übertreiben. Hey, Captain Starlight, was sollen wir tun? Am besten gar nichts. Wir sind doch viel zu jung, um jetzt schon auf dem Kosmosfriedhof auszuruhen. Lebenserhaltungssysteme negativ. Die Mannschaft will nach Hause. Himmel, Herrgott, was sollen wir denn noch tun? Mit eurer ewigen Flucherei kommen wir auch nicht weiter. Meinst du? Verhaltet euch ruhig. Danke. Und überlasst alles andere mir. Na gut. Denn nicht umsonst bin ich einer der teuersten und fähigsten Computer. Wenn wir gleich sehen. Nach meinen absolut zuverlässigen Berechnungen beträgt eure derzeitige Rettungschance genau. Probille, ich hab was abgekriegt. Keine Funkverbindung, keine Instruktionen. Jeder neue Countdown ohne Reaktionen. Was wird nun geschehen, wenn wir den Mann im Mond je wiedersehen? Seit wann interessieren wir euch denn besser? Unser Notreaktor fetzt in tausend Stücke, nur ein Trümmerhaufen, die Kommandobrücke. Von 0 auf 9, das war die neueste Produktion von Frank Zander, Captain Starlight, auf dem 9. Rang.